So, meine Freunde, also herrlich, ne? Ich habe ja angekündigt gehabt, schon auf Instagram und TikTok und Co., dass es ein Jahresabschlussvideo geben wird. Und das ist es jetzt hier. Und es gibt einiges zu gewinnen, das zeige ich euch gleich. Und warum Steffi sich ausgezogen hat, das erfahrt ihr auch am Ende dieses Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wir befinden uns jetzt hier in unserem Streamingraum, Teeküche, Aufenthaltsraum. Den habe ich jetzt schon fast fertiggestellt. Also die Küche ist schon fast fertig. Die Beleuchtung hier ist schon fertig. Ich hoffe, die gefällt euch. Also wir haben hier LED-Stripes eingelassen im Studio-Line-Bereich. Wir haben hier ein paar Hängeleuchten vom Paumann-Licht, eine LED-Wandbeleuchtung, Hashtag Mr. Handwerk. Und es kommt jetzt noch hierhin ein Metallschrank, ein Metallspind, wo so ein paar Getränke, ein paar Klamotten drin aufgehangen werden können. Und dann mache ich nochmal die Küchenrückwand, bringe die Küchengriffe an. Und dann ist das soweit hier fertig. Ich habe überlegt, ob ich den Raum nochmal streiche, aber ich lasse das alles so. Vielleicht kommt nochmal da gegenüber von uns ein großer Fernseher, dass man sich mal irgendwie so selber sehen kann. Und Internet, genau. Und dann ist der Raum abgeschlossen. Also ja, wir haben wirklich hier viel gemacht. Neue Fenster drinne, neue Tür drinne, Boden neu und so weiter und so fort. Darüber gibt es dann auch nochmal ein paar Videos. Also die kommen jetzt im Januar, Februar raus. So. Jahresabschlussvideo. Also ihr wisst ja meinen Weg, den ich so gegangen bin 2022, 2023 und habe ja wirklich, ich weiß nicht, 2 Jahre lang eine Werkstatt gesucht in Leipzig Umgebung und habe am Ende auch eine gefunden hier, Nähe Leipzig und Stück für Stück wird das Ganze jetzt umgebaut. Und ich werde mich versuchen, mehr im Jahr 2024 auf Werkstattprojekte zu konzentrieren, weil es gab so 1-2 böse Kommentare, so Lecker-Kommentare möchte ich sagen, warum denn keine Videos kommen zur Werkstatt und warum ich dann zeige, wie man Fliesen legt, verlegt oder was weiß ich. Das gehört einfach mit dazu. Und das nehme ich natürlich mit, ne? Weil meine Videos, die ich davor die Jahre gedreht habe, Mr. Handwerk gibt es jetzt bald knapp 10 Jahre und die bestehen einfach aus solchen Sachen wie Fliesen legen, wie Haustüren einbauen und so weiter und so fort. Ne? Genau, dann gibt es noch im Jahr 2024 wird es ein ganz, ganz großes Projekt geben. Darüber gibt es dann noch mein Verkündungsvideo im Januar, Februar. Ich bin noch ein bisschen in Kontakt mit 1-2 Sponsoren. Das ist nämlich von denen abhängig. Kann auch sein, dass ich vielleicht, wenn ich nicht alle Sponsoren zusammenbekomme, dass ich das irgendwie selber stemmen werde, dieses große Projekt. Vielleicht mache ich es auch ein bisschen kleiner. Ihr könnt ja mal raten, was es wird oder was es sein soll. Dann pausiere mal ganz kurz das Video. Ja, ansonsten war das Jahr, ich fand, es war ein sehr, sehr gutes Jahr, ein sehr tolles Jahr. Ich habe die Werkstatt ungefähr im Mai entdeckt, habe mich dann mit den Vormietern getroffen und bin dann so, ja, kurz vor Ende der Sommerferien hier reingegangen. Habe mich erstmal um ein paar Sponsoren gekümmert, ne, um Bodenbelag, um Lampen, um Beleuchtung und so weiter und so fort. Und es hat sich so ein bisschen in die Länge gezogen und jetzt haben wir den Boden drin, wir haben Wände drin, wir haben Beleuchtung, 1-2 Werkbänke stehen schon, werdet ihr auch gleich sehen und es gibt darüber auch nochmal dann Videos. Ne? Also ich hänge so ein bisschen hinterher, aber wer uns auf Instagram und TikTok folgt, der sieht dann schon ein bisschen, kann schon ein bisschen was sehen, was sich so in der Werkstatt getan hat, aber ich versuche halt so gut wie es geht, das Ganze mit der Kamera zu begleiten. Und ich möchte mich an euch an dieser Stelle bedanken, recht herzlich. Es gibt viele Leute, die wirklich uns treu geblieben sind. Es gab, ich kann es wahrscheinlich nicht verstecken, es gab Höhen und Tiefen im Leben. Ne? Und ich denke mal, jetzt haben wir so eine Tiefe überwunden. Es geht jetzt langsam wieder hoch. Und Und ich freue mich auf das nächste Jahr. Ich freue mich auf die geilen Projekte. Ich bin gerne hier. Es macht mega Spaß. Und ich möchte mich einfach mit diesem Video bei euch recht herzlich bedanken, dass für die Leute, die auch wirklich dran geblieben sind, auch wenn mal kein Video kam oder ein Video, was nicht so gute Qualität hatte oder ein Video, wo es sich nicht gerade um diesen Werkstattumbau oder Projekte gehandelt hat. Ne? Man kann es einfach nicht allen recht machen und für den Abonnent,
der gerade zuschaut und mich einfach verstehen kann, ne, recht herzlichen Dank. Und auch natürlich für alle neuen Abonnenten, die jetzt reinschalten und die was gewinnen wollen. Ja, ich hoffe, dass ihr lange dabei bleibt. Es gibt eine Kleinigkeit zu gewinnen. Wie gesagt, ich möchte euch was wiedergeben. Ihr müsst keinen Daumen hoch geben dem Video. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar da lassen und vielleicht mit Hashtag von dem Produkt, damit ich weiß, was ihr vielleicht gerne haben wollt. Und ihr solltet die Videobeschreibung, die befindet sich direkt unter dem Video, durchlesen. Da sind nämlich die Teilnahmebedingungen, beispielsweise du solltest eine deutsche Lieferadresse haben und so weiter und so fort. Teilnahmeschluss werde ich euch jetzt mal hier einblenden. Dann wisst ihr, wie lange das Video hier Gültigkeit hat, beziehungsweise wie lange ihr Kommentare schreiben könnt. Und die Auflösung, die wird hier auch auf YouTube erfolgen. Ich werde dazu mir ein Video nehmen, irgendwie. Das heißt, ihr müsst euch die Videos wirklich anschauen jetzt im Januar. Und Ende Januar wird ein Video rauskommen. Da wird ihr es nicht sehen, stehen Auflösungen, sondern es wird ein stinknormales Video sein. Und dort würde ich dann die Gewinner einfach bekannt geben. So ist es auch, finde ich, sehr gerecht für Leute, die jetzt einfach nur mitmachen und danach den Kanal nicht mehr schauen, sondern so wirst du auch ein bisschen, ja, was heißt gezwungen, die anderen Videos zu schauen. Aber wenn du ein Abonnent bist, dann ist es, glaube ich, kein Problem. So, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ihr kriegt zu jedem Gewinn, bekommt ihr einen Mr. Handwerk-Sticker und eine Autogrammkarte signiert von uns, ne, die Autogrammkarten. Und für diejenigen, die nicht so lange warten können, es gibt mittlerweile die Mr. Handwerk-Tasse plus Aufkleber und T-Shirts, könnt ihr erwerben. Den Link dazu packe ich euch mal unten in der Videobeschreibung unter Mr. Handwerk Merch. Da könnt ihr euch beispielsweise jetzt solche Stickers kaufen in Schwarz oder in Weiß oder auch solche Tassen oder auch T-Shirts mit coolen, lustigen Sprüchen drauf. So, fangen wir einfach mal an mit dem ersten Hersteller, Primo 24. Da habe ich jetzt ein Video rausgebracht gehabt über unsichtbare Holzverbindungen, besser gesagt, wie man so einen Schraubenkopf verdecken kann. Das Video werde ich dir auch mal unten verlinken. Und Primo hat uns ein Universal-Schraubenset M Goldline zur Verfügung gestellt, was ich an euch verlosen möchte. Wer daran Interesse hat, lasst einfach einen Kommentar da mit Hashtag, weiß ich nicht, Primo 24 Beispiel. Dann hat Paulmann, muss ich wirklich ein ganz, ganz großes Lob aussprechen. Vielen, vielen Dank. Wir arbeiten wirklich schon seit vielen Jahren zusammen und die sponsor ich mit solchen tollen Lampen, wie dort auch zu sehen. Und auch die Werkstatt, da hängen wirklich ein paar Lampen drinne. Und Paulmann hat auch zwei Lampen zur Verfügung gestellt mit zwei Leuchtmitteln. Einmal so eine schöne Lampe, die ist so rund, das ist so Beton, ist auch ein bisschen schwer. Und eine schöne, ja, Tischleuchte ist es eher, mit einem Holzfurnier. Das ist auch wirklich echt Holzfurnier. Davon haben wir auch eine Stehlampe zu Hause stehen. Die könnt ihr auch gewinnen, einfach Hashtag Paulmann, Paulmann Licht. Und sind wirklich sehr, sehr, zwei tolle Lampen, qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertig. Also, wie gesagt, wir arbeiten schon Jahre mit der Marke, mit dem Hersteller zusammen. So, dann kommen wir zu einem Hersteller, Ruco. Ruco kennt ihr, Präzisionswerkzeuge in der Metallbranche. Und wir waren auch dieses Jahr bei denen zu Besuch, Tool Expert. Das ist ein kleines Event, wo Ruco dann wir waren eine kleine Gruppe von Influencern. Und wir durften in die Produktion rein, war wirklich sehr, sehr interessant. Wir durften gucken, wie so Bohrer hergestellt werden. Das Lager haben wir uns angeschaut. Dann gab es eine kleine Eventfläche mit Teststände, wo wir bohren durften. Und ich war echt überrascht. Es gibt so einen neuen Bohrer. Ich weiß es leider nicht, wie der genau heißt. Spiralbohrersatz, 19-teilig. Also den verlosen wir auch dreimal an der Kunststoffkassette Typ Flow Step. Das ist ein Spiralbohrer. Ihr kennt bestimmt, wenn ihr Metall bohren wollt. Sagen wir, ihr wollt jetzt ein 12er oder 10er Loch bohren. Da bohrt man ja meistens irgendwie vor. Und dann bohre ich in Etappen das Loch, bis ich dann zum 10er Bohrer angelangt bin. Und dieser Bohrer hat vorne an der Spitze, ist so aufgebaut wie so kleine Stufen, wie so eine kleine Pyramide. Und damit bohre ich quasi vor und brauch nur einen Bohrer für den gesamten Bohrvorgang. Wenn ich jetzt ein 10er Loch beispielsweise bohren will, ist eine richtig tolle Sache. Wie gesagt, 19-teilig. Ich hoffe,
Es ist richtig, ich habe es mir jetzt aus dem Netz gezogen, denn Ruko, also der Satz ist wirklich sehr begehrt und Ruko konnte mir leider auch keinen zukommen lassen, deswegen jetzt die Bilder dazu. Und davon hat uns Ruko drei Kassetten zur Verfügung gestellt, die ich an euch verlosen möchte und passend ein Thermobecher. Ein richtig cooler Thermobecher, sehr, sehr massiv, oben mit einer Kunststoffabdeckung, mit einem Schieberegler. Könnt ihr beides gewinnen, also zusammen als Set, ne? Kassette plus Ruko Thermobecher. Das Ganze haben wir dreimal. Wenn du daran Interesse hast, einfach Hashtag Ruko. Übrigens, wie findest du meinen Pulli? Hat Steffi mir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Und dieses Jahr hatte ich, was habe ich denn bekommen? Eine kleine Dampfmaschine. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr so mein Alter seid, gab es früher immer so kleine Dampfmaschinenanlagen und es gab auch kleine Fahrzeuge. Die waren in Rot, Silber, Grün. Gold oder grün-schwarz, meines komplett aus Messing oder Gold. War ganz cool. Also habe ich mich mega drüber gefreut. Da nochmal einen herzlichen Dank an Steffi, falls du jetzt zusehen solltest. Übrigens, wie gesagt, ne, alle bekommen eine Autogrammkarte signiert und einen Sticker. So, jetzt geht's weiter und zwar mit Bosch Home & Garden. Da haben wir auch die ein oder andere Kooperation umgesetzt und Bosch Home & Garden ist wirklich ein ganz, ganz großer und auch langfristiger Partner von unserer Seite aus. Wir haben schon viele Kooperationen zusammen umgesetzt und auch wenn ich mal das ein oder andere Tool brauche, sponsoren sie mich. Und da ist es so, die haben uns, ich muss mal kurz überlegen, sie haben uns den Staubsauger zur Verfügung gestellt, also für euch, könnt ihr gewinnen. Und das Ganze läuft, also Bosch Home & Garden 18 Volt Serie Power for All Allianz. Das heißt, du hast jetzt einen Akku und kannst damit ganz, ganz viele Geräte steuern. Wir haben zu Hause nutzen das Ganze auch für unseren Staubsauger, für irgendwelche Gartengeräte. Und und ich möchte euch da drei Geräte schenken. Einmal den Staubsauger, dann geht's weiter mit der Easy Chain. Das ist eine neue, eine Kettensäge, die dieses Jahr rausgekommen ist. Damit haben wir beispielsweise ein Hochbett gebaut aus Rubinienhölzer, die wir zugesägt haben. Und dann haben wir noch mal eine kleine Handfräse, die wir an euch verlosen möchten. Die kannst du natürlich auch mit dem 18 Volt Akku betreiben. Und jeweils zu den Staubsauger und zu der Router gibt es nochmal ein Ladegerät plus Akku. Bei der Easy Chain ist der Akku schon mit dabei und bei den anderen zwei Geräten nicht. Die kommen nochmal on top und natürlich nochmal eine Autogrammkarte und ein Sticker. So, jetzt haben wir das Gröbste schon mal abgelassen und ich hoffe, ihr pausiert und schreibt wirklich fleißig Kommentare. Ihr könnt so viele Kommentare schreiben, wie ihr wollt. Ihr müsst jetzt keinen Daumen hoch geben oder das Video teilen. Das ist völlig egal. Hauptsache ein Kommentar, weil ich muss euch ja irgendwie aus dem Lostopf herausziehen. Ne? So, ich möchte mich nochmal recht herzlich bei Plattenzuschrift 24 bedanken. Mit denen arbeiten wir auch schon wirklich jahrelang zusammen. Ist ein wirklich sehr, sehr toller Partner mit tollen Produkten. Und ich muss euch sagen, jede Lieferung, also ich bestelle mir das dann auch immer dort bei denen. Und jede Lieferung kam wirklich immer perfekt an, ohne irgendwie, dass die Verpackung beschädigt war oder die Plattenmaterialien falsch zugeschnitten waren oder irgendwelche Fehler hatten. Das war wirklich für 1A Qualität. Recht herzlichen Dank nochmal dafür. Es gibt auch einen Rabattcode, der ist immer gültig. Den wirst du, blende ich jetzt hier mal ein oder findest du unten in der Videobeschreibung, sowie auch einen Rabattcode von Primo24. Ich glaube, da gibt es, glaube ich, sogar 10% Rabatt. Den werde ich auch nochmal einblenden. Und auch noch viele weitere Hersteller. Ihr kennt zum Beispiel meinen Klamottenhersteller bzw. Herrenausstatter GP 1880. Da gab es auch die ein oder andere Kooperation letztes Jahr und wahrscheinlich auch jetzt im neuen Jahr. Der hat wirklich coole Herrenmode oder Kleidung. Von Jacken zu Hosen, zu Schuhen, T-Shirts, Cappies. Schaut euch nochmal um. Da findet ihr auch unten einen Rabattcode, den ich euch unten verlinken werde. Und dann möchte ich mich nochmal bei fensterversand.com bedanken. Wir haben dieses Jahr auch ein paar Kooperationen umgesetzt, wie man beispielsweise eine Haustür einbaut, wie man ein Fenster ausmisst, wie man Rollläden einbaut. Und wir werden wahrscheinlich auch im neuen Jahr zusammen tolle Projekte umsetzen. Ich will versuchen, gezielt in das Thema Fenster reinzugehen und Rollläden, wie man beispielsweise ein Fenster einstellt, den Anpressdruck einstellt, eine Glasscheibe wechselt, wie man ein Fenster pflegt, auf was man achten sollte und, auch beim Rollladen.
wie man beispielsweise ein Rollerseil wechselt, wie man die Federn wechselt, wenn ein Panzer schräg ist, wie man das von alleine einstellen kann. Ich sehe oder merke wirklich, dass diese Videos sehr, sehr gefragt sind auf YouTube, wie man so zu Hause so ein paar Sachen selber machen kann und sich so ein paar Euro sparen kann, anstatt eine Handwerksfirma anzurufen, wo du 5, 6, 8 Wochen warten musst. Also recht herzlichen Dank nochmal an Fensterversand und ansonsten an Wolfkraft auch nochmal ganz, ganz, ganz großes Dankeschön für die Produkte, die ihr mir wirklich immer zur Verfügung stellt. Also vielen Dank an Niklas, an die Michelle, an Sandra, an Stefan. Das sind wirklich meine Kontaktpersonen bei Wolfkraft. Und es macht einfach mega Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Es wird auch im kommenden Jahr wieder 1, 2 tolle Projekte mit euch geben oder mit Wolfkraft zusammen. Und ihr seht mittlerweile, ich glaube, 30-40% meiner Werkzeuge sind auch von Wolfkraft und es ist einfach tolles, preiswertes, qualitativ hochwertiges Werkzeug, was ich euch nur empfehlen kann und auch da nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Dann nochmal ein Profilzuschnitt 24, auch nochmal ein großes Dankeschön. Wir hatten dieses Jahr zusammen beispielsweise eine Photovoltaikanlage, also Halter habe ich mir gebaut gehabt. Da das Ganze hat auch wirklich reibungslos funktioniert und ich hoffe, ich habe jetzt nicht den einen oder anderen Sponsor vergessen. Doch, Holzwerke Ladenburger, da steht im Jahr 2024 auch was Tolles an, im März glaube ich. Das ist auch ein ganz, ganz großer Partner von mir und der wird vielleicht auch eine große Rolle spielen bei dem großen XXL-Projekt. Da auch, da bekommt ihr beispielsweise Studioline. Es ist halt so, dass ihr euch... Er versendet das jetzt nicht deutschlandweit, regional ist es halt, aber es ist auch ein ganz, ganz großer Partner von mir und ganz, ganz großes Dankeschön an euch für die Zusammenarbeit, für den Messebesuch letztes Jahr oder ja, wir sind ja noch im 23, das war wirklich sehr, sehr toll, da mitzuwirken, ein bisschen zu filmen. Dann war ich in der Produktion so ein bisschen mit dem Christoph, ne? Christoph hat mir auch hier ein bisschen unter die Arme gegriffen, vielleicht werdet ihr den noch mal kennenlernen im Umzug, denn der Umzug steht noch an. Das heißt, die alte Werkstatt wird dann aufgegeben und das ganze Werkzeug wird dann hier eingelagert und Umzug quasi. Und das Ganze wollte ich zwar schon vor 3, 4 Wochen machen, ist aber leider in die Hose gegangen. Ja, das werde ich euch nochmal in einem anderen Video erzählen. Wenn du Bock hast, wenn du aus Hannover kommst und Bock hast, in 2 Wochen mir zu helfen, dann schreib mir bitte eine E-Mail. Blende ich hier ein, ne? Aber nur ernst gemeinte Interessen. Bitte schreib mir eine E-Mail, da kannst du oder können wir uns kurz kennenlernen und du hilfst mir so ein bisschen und räumst die Werkstatt leer. So, ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Freude machen. Würde mich natürlich mega drüber freuen, wenn du irgendwas gewinnst und dann vielleicht uns nochmal irgendwo erwähnst oder einen Repost machst. Ansonsten denk daran, Mr. Handwerk Sticker und Tasse bekommst du jetzt zu kaufen, kannst du dir selber kaufen. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Dann packe ich dir noch mal rein eine Amazon Wunschliste von uns, falls du uns irgendwie unterstützen willst. Es sind jetzt keine Luxusgüter drin. Es geht um Handschuhe, es geht um Kabelbinder, es geht um Kabel, es geht einfach um Kleinzeug. Ne? Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn du da Lust hast und sagst, hey, du hast mir geholfen bei einem Video, beispielsweise Fenster einstellen. Dadurch habe ich mir einen Handwerker gespart von 2-3 Euro und ich möchte dir jetzt was Gutes tun. Dann check mal die Liste, vielleicht kannst du uns da das ein oder andere zukommen lassen. Ansonsten habe mich dieses Jahr wirklich sehr gefreut. Ich freue mich auf das neue Jahr 2024. Und jetzt könnt ihr noch mal sehen, wie Steffi, warum sie sich auszieht. Sie wollte eine Runde tanzen. So, ich sage bis zum neuen Jahr. 24, habe mich sehr gefreut und freue mich auf weitere Projekte und ich kann euch sagen, wir haben hier wirklich einiges vor in der neuen Werkstatt hier. Es wird gewaltig werden. So.